Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Möller, Sie machen es uns einfach viel zu einfach. Weil jedes Mal, wenn es um energiepolitische Probleme geht, erleben wir Sie als AfD, wie Sie meckern, wie Sie rumschimpfen, was alles nicht geht. Und wiederum ist es so, dass Sie keinen einzigen konstruktiven Vorschlag gemacht hat, wie Energiepolitik in Ihrer Meinung nach aussieht. Das Einzige, was man von Ihnen immer hört, ist, das ist ja allgemein bekannt, dass Ihre Fraktion, vor allen Dingen Ihr Vorsitzender, auch großer Fan der Kaiserzeit ist oder des Kaiserreiches. Und da müssen wir Ihnen leider sagen, die Energieversorgung mit Dampfturbine und mit Kohlestrom ist nicht zukunftsfähig für das 21. Jahrhundert. Aber lassen Sie uns kurz zu den Antragsteller oder zu den Antragsteller der Aktuellen Stunde kommen, die CDU. Herr Grunow, Sie legen ja hier so einen rhetorischen Wall hin, wo man denkt, das ist aus einem Guss. Ja. Aber Sie haben leider Ihre eigenen Entscheidungen vergessen. Sie haben auch vergessen, dass Sie, als Sie auch in der Staatskanzlei gearbeitet haben, in der damaligen Ministerpräsidentin Lieberknecht, dass Sie gefragt wurden von der damaligen Bundesregierung, was sagt eigentlich Thüringen zum Netzentwicklungsplan? Sie haben da auch vergessen, dass Sie dazugestimmt haben, dass auch Trassen, die da waren, die auch durch Ostthüringen gegangen sind, dass es da keinen Widerstand gab. Im Gegenteil gab es Solidaritätsbekundungen Ihrer damaligen Landesregierung mit den anderen ostdeutschen Landesregierungen, dass Sie sich doch bitte dafür einsetzen, für einen verstärkten Ausbau der Braunkohle. Das ist ein ganz wichtiger Energiebereich. Und davon wollen Sie heute allerdings nichts mehr wissen. Sie haben gesagt, kurz vor der Wahl, na, das ist ja sehr schlimm. Sie haben sich rumgetreten, Ihre Meinung. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt keine Leitung mehr in Ostthüringen haben. Das hat Ihnen aber der Wähler offensichtlich und auch in Zukunft wird es Ihnen niemand abnehmen. Jetzt sagen Sie wieder, naja, jetzt haben wir gut verhandelt. Sie waren überhaupt nicht. Jetzt sagen Sie wieder, Sie haben gut verhandelt oder Ihr neuer Freund CSU-Ministerpräsident Seehofer hat gut verhandelt. Jetzt ist das ja alles nicht so schlimm. Wir haben jetzt Erdkabelverleitung und das wird uns alle retten. Wir sagen als Grüne ganz eindeutig, wenn man über Neubautrassen durch den Saale-Holzland-Kreis, und da müsste Sie eigentlich, Herr Mayo-Vogt, auch hellhörig werden und der sich ja sonst immer dort für die Interessen der Bürger auch einsetzt, wenn dort neue Leitungen geplant sind, dann muss man auch bei einer Erdverkabelungsleitung vorsichtig sein. Weil auch eine Neubauleitung in Erdverkabelung hat mit Landschaftsverbrauch zu tun. Das geht dann auch durchs Holzland. Da werden auch Bäume gefällt. Es müssen Trassen freigehalten werden. Und deswegen sagen wir als Bündnis 90 Die Grüne ganz eindeutig Vorsicht vor Neubautrassen. Wir müssen alle unsere politische Energie dahin setzen, dass wir versuchen, auf Bestandstrassen neue Trassen zu planen und die Bestandstrassen mit zu nutzen. Wie das im Konkreten passiert, da sind wir offen, da müssen wir mit Gespräche mit den Bürgern aufnehmen. Sind das Hybridleitungen, die an Masten sind oder sind bestehende Wechselstromleitungen, verlegen wir dort die Gleichstromleitungen unter der Erde. Aber ganz wichtig, vorzugsweise in bestehenden Trassen, dass wir nicht neuen Landschaftsraum, neue Umwelt zerstören. Das ist ein ganz klares Prä von unserer grünen Politik. Und hier muss man allerdings sagen, ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht zwar ein Prä für Erdverkabelung, aber es hält auch noch Möglichkeiten offen, dass in Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern auch oberirdische Leitungen verlegt werden können oder Hybridlösungen. Ich glaube, das ist auch dadurch gekommen, dass die rot-rot-grün geführte Landesregierung sich stark im Bundesrat und auch in Gesprächen dazu eingesetzt hat und jetzt diese Option auch möglich geworden ist. Deswegen sagen wir zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung auch nicht prinzipiell Nein. Aber wir wollen, dass Leitungsbau auf Bestandstrassen möglich ist und dass es gut transparent den Bürgern auch rübergebracht wird, für was die Leitungen da sind. Und da ist auch noch ein Aufholbedarf zu sehen, denn bis jetzt ist es leider noch so, dass nach jetzigen Netzverläufen sehr viel Braunkohlestrom durch die Leitung gehen. Und da sagen Sie als CDU ja auch, das ist auch gut so, ansonsten hätten Sie nicht 1,5 Milliarden Euro der Bürgerinnen und Bürger in die Hand genommen und das in abgefragte Braunkohlewerke investiert und das dann auch als noch Erfolg zur Stabilisierung der Netze verkauft. Deswegen müssen Leitungen ganz deutlich transparent rübergebracht werden, für was die da sind. Und wir fordern hier, dass auch ein Szenario von 100% erneuerbaren Energien, dass dort die Leitungen abgestimmt sind. Und da ist auch der Netzentwicklungsplan, hat dort noch Lücken. Das muss den Leuten transparent gemacht werden, weil nur so glauben wir, dass das auch da die Bürgerinnen und Bürger auch mitgenommen werden können, wenn wir uns von einer alten Energiepolitik verabschieden.
Unter diesen Voraussetzungen, nochmal zusammenfassend, verschließen wir uns nicht der Diskussion und denken, die Wahlmöglichkeit für die Region für Erdverkabelung oder offene Leitung ist eine gute Sache. Aber wir bestehen auch darauf, dass auf bestehenden Leitungen das umgesetzt wird und das transparent gemacht wird für eine Welt von 100% erneuerbarer Energien. Vielen Dank. Vielen Dank. Aus den Reihen der Abgeordneten liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Und Frau Ministerin Sigismund erhält für die Landesregierung das Wort. Bitte schön.